Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wie angedroht, angekündigt natürlich, kommt heute das zweite Video zu den Adventskalendern in Sternform. Da habe ich vor ungefähr 2 Wochen schon mal ein Video gemacht und habe dir die Bastelanleitung dazu vorgestellt und habe gleich dazu gesagt, dass ich die Kalender noch ein bisschen aufhübsche, noch ein bisschen weiter verziere und dass ich noch andere Formen machen möchte und dass ich dann im Anschluss nochmal ein Video drehe. Ja, wie du vielleicht hörst, mich hat es schon wieder erwischt, ich bin arg erkältet, aber das Video wollte ich dann trotzdem kurz machen, denn es sind ja noch ein paar Tage Zeit, also für so einen Last-Minute-Kalender klappt das dann vielleicht noch. Und hier diesen blauen Kalender in Sternform, den habe ich dir im letzten Video schon gezeigt, das war der, der schon fertig war. Du siehst, hier sind dann eben noch Schneeflocken dazugekommen. Benutzt habe ich hier Farbkarton in Marineblau und das Designerpapier, das ist aus dem letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich. Davon hatte ich noch eine Packung, das ist also nicht aktuell. Und dann habe ich die Schneeflocken ausgestanzt aus Farbkarton in Aquamarin und aus Glitzerpapier in Türkis. Das hatte ich auch noch aus Silberglitzer und habe halt überall noch so einige Schneeflocken aufgeklebt. Dazwischen habe ich dann überall noch Steinchen geklebt. Das sind die blauen Schmucksteine. Und das muss ich sagen, das finde ich ganz besonders schön. Also dieser kleine Glitzer so zwischendrin, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, bei den Kalendern habe ich darauf geachtet, dass man die Zahlen lesen kann. Das heißt, die Kalender sind natürlich symmetrisch. Man kann die theoretisch drehen, aber durch die Positionierung der Zahlen, der Buttons, haben die dann am Ende doch eigentlich ein oben und ein unten. So kommt es auch, dass ich dann unten keine Schneeflocken mehr aufgeklebt habe. Auch hier auf diesen beiden Flächen, das sind die, wenn der steht, sind die hier unten drunter. Also praktisch diese, die sieht man im Grunde nicht. Es sei denn, man stellt die sehr hoch, sodass man von unten guckt. Aber das wird bei uns nicht so sein. Und deswegen habe ich da dann auch nur noch wenige Elemente hingeklebt, denn es war sowieso ganz schön viel zum Ausstanzen, so im Nachhinein. Okay, also das ist die Version in Blau, so sieht die jetzt fertig aus. Ja, und ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Ich freue mich sehr, die wird ja für meinen Mann und da freue ich mich schon total, dass ich die jetzt füllen und ihm dann schenken kann. Dann geht es weiter, den zweiten Kalender, den habe ich dir oder den haben wir praktisch gemeinsam gemacht. Das ist der Kalender, den ich im Video gebastelt habe. Das ist der schöne in Pink und Minzmakrone, Bonbonrose und Minzmakrone habe ich dafür genommen. Und das Designerpapier, ich glaube, es heißt Zauber der Feiertage. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Es ist das, was dieses Jahr wirklich am beliebtesten ist. Immer wieder vergriffen, immer wieder auch nicht bestellbar auf Nachlieferung. Und ich hatte auch nicht mehr genug Papier, um alle Einsätze in dieser Kuppelform zu machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache die Hälfte kuppelig und die andere Hälfte flach, denn die mache ich dann aus Farbkarton. Da habe ich dann nur diese kleinen Stücke Designerpapier benutzt für den Aufleger obendrauf. Und auch hier habe ich noch Schneeflocken und auch Sterne ausgestanzt aus Glitzerpapier. Das hatte ich noch aus alten Packungen. Und aus Farbkarton habe ich auch noch Sterne ausgestanzt und habe das eben auch reihum beklebt. Auch hier habe ich die eine Fläche ein bisschen, also nur ein bisschen draufgeklebt, weil man die eben im Prinzip nicht sieht. Und hier habe ich die Schmucksteine in Champagner dann noch benutzt und dazu geklebt. Und auch das finde ich einfach total schön, diese kleinen Steinchen da so zwischendrin. Das sorgt halt ja wirklich für so ein Glitzern und Funkeln. Und das passt natürlich zu dem Papier auch einfach richtig gut. Und das waren ja auch die beiden Kalender, die du im letzten Video dann schon gesehen hast. Und da habe ich gesagt, dass ich noch andere Formen ausprobieren möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Also der in Minzmakrone und Bonbonrosa, der wird für mich.
Und jetzt kommt dann der dritte Kalender, den ich gemacht habe. Das fand ich nämlich auch eine ganz tolle Idee, den in Form eines größeren Sechsecks zu kleben. Das heißt, ich habe hier erst einmal also den Stern geklebt, wie ich das auch im Video gezeigt habe mit den Außenhüllen und habe dann jeweils noch zwei Dreiecke in die Hüllen reingeklebt. Damit wird das dann ein größeres Sechseck und hier habe ich das so gemacht, dass die Boxen, die dann zwischen den Sternspitzen sind sozusagen, dass die flach sind und der innere Kreis ist auch flach. Und eben diese Sternspitzen, die sind dann gewölbt. Da habe ich, ich weiß gar nicht, wie das Papier jetzt heißt. Weihnachten im Herzen heißt es. Da habe ich die roten Designs für genommen. Und für die anderen, das andere Papier, das ist auch ein älteres, das hatte ich noch. Das sind dann auch die kleinen Bögen. Also für diese kleineren Dreiecke kann man die ja auch prima benutzen. Und hier habe ich es halt in den klassischen Weihnachtsfarben Rot, Grün, Gold. Die Boxen hier sind in Olivgrün und dann habe ich die mit Tannengrün eben gemattet. Das fand ich ganz schön dazu. Und die Bänder sind entsprechend dann auch Glutrot, Gold und Olivgrün. Ja, und die Einfassung, die habe ich auch in Olivgrün gemacht und die habe ich natürlich dann auch noch beklebt und zwar mit jeder Menge Sternen. Auch dann in Glutrot, Tannengrün und in den unterschiedlichen Goldpapieren, die ich noch so hatte, und habe dann auch die champagnerfarbenen Steinchen dazwischen geklebt. Auch die beiden, hier siehst du dann wieder die Fläche, die man dann von unten nur sieht. Da habe ich dann auch so ein bisschen auslaufen lassen, da ist es ein bisschen weniger geworden. Und den Kalender finde ich richtig schön. Der gefällt mir total gut. Der ist für den Linus und ich hoffe, dass er ihm auch gefallen wird. Und als allerletztes habe ich dann noch diese Form gemacht. Ich bekomme sie kaum ins Videobild, aber meine Unterlage ist leider ein bisschen klein. Ich muss mir unbedingt mal eine größere Unterlage besorgen, damit ich dann das Bild ein bisschen, damit ich ein bisschen wegzoomen kann. Also ganz knapp passt der rein. Also ein stilisierter Tannenbaum, den ich hier gemacht habe, ein großes Dreieck. Und das besteht jetzt allerdings aus 25 Dreiecken, damit das so in dieser Form auskommt. Deswegen habe ich die Spitze dann deutlich anders gemacht, denn die wird leer bleiben. Da habe ich dann eine Form aus Farbkarton gemacht und habe die eben rundrum mit den Glitzersteinen beklebt. Das ist dann die Christbaumspitze, die ja auch oft dann eben so ein ja, halt einen Stern, Weihnachtsstern drauf hat oder so. Und für die Maja, die ist ja so eine Tierfreundin, habe ich dann auch das Papier Weihnachten im Strumpf genommen. Es ist ein bisschen weißlastig, wenn man so vorne drauf schaut. Also mein Mann meinte, das Papier wäre nicht ideal. Ein kleines bisschen habe ich dadurch abgefedert, dass ich auf die Buttons so kleine Pfötchen und Knochen gestempelt habe. Die sind aus dem Hundeset, was wir mal hatten. Das ist ausgelaufen, aber das habe ich im Moment noch. Und hier habe ich außenrum die Farbe, die kommt dann an den Außenseiten Sterne, also in jedem Glitzerpapier, was ich gefunden habe. Und wahnsinnig viele Glitzersteinchen. Also ich glaube, ich habe hier zwei Drittel einer Packung Glitzersteinchen draufgehauen, damit das also wirklich funkelt und glitzert. Und damit ja, ist dieser Baum also auch wirklich ein bunter, geschmückter Weihnachtsbaum. Und dann kann man das vielleicht verschmerzen, dass dann die Boxen ein bisschen einfarbig rüberkommen. Das wird also dann der Kalender für Maja. Und ich hoffe, alle freuen sich über ihren Kalender. Ich hoffe, er gefällt allen. Ich freue mich jetzt erstmal total drauf, die zu füllen. Das mache ich ja super gerne. Ich liebe Adventskalender füllen. Das werde ich dann natürlich in den nächsten Tagen machen. Lange ist es ja nicht mehr. Und dann, ja, wünsche ich euch auch jetzt schon einmal eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielleicht hat ja die ein oder andere noch Lust, einen Adventskalender zu basteln. Auf jeden Fall würde mich interessieren, welche Form gefällt dir denn am besten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, ob es da einen Favoriten gibt. Bevor ich mich verabschiede, ich habe noch was vergessen, was ich dazu sagen wollte, denn bei den beiden letzten Kalendern habe ich auch die Einsätze in unterschiedlichen Farben gemacht. Wenn die Fächer da drin sind, dann sieht man das im Grunde nicht. Wenn man es weiß, dann sieht man es natürlich. Ansonsten muss man wirklich ganz genau gucken, wenn man
dann die Einsätze rausholt, dann sieht man das natürlich, dass die eben unterschiedliche Farben haben. Aber gerade bei der Form finde ich den Effekt dann auf der Rückseite ganz besonders schön. Denn da hat man natürlich auch die unterschiedlichen Boxen. Das heißt, wenn man den Kalender irgendwo hinstellt, wo man ihn auch von hinten sieht, auf einen Raumteiler oder so beispielsweise, wenn man so ein Regal im Raum stehen hat oder wie auch immer, dann finde ich, ist hier die Rückseite einfach auch ganz besonders schön mit dieser Sternform. Und das Ganze habe ich dann bei dem Tannenbaum auch gemacht. Da habe ich auch die Einsätze in unterschiedlichen Farben gemacht. Die Mattung sozusagen, nochmal die Lage, die ich dann außenrum geklebt habe, die ist komplett in Aquamarin. Aber wenn man den von hinten sieht, dann ist der auch ganz schön bunt. Hier habe ich es einfach wild verteilt und die Spitze, die möchte auch schon rausfallen. Aber ansonsten, die anderen Boxen, die bleiben brav in ihren Fächern. Ja, und so sieht der also von hinten aus. Nochmal kurz ein Wort dazu, wie ich den geklebt habe. Ich weiß nicht, ob es hier eine Möglichkeit gibt, die besser ist als die andere. Ich habe tatsächlich einfach, ich habe mir das so gelegt, wie ich das dann machen wollte, damit die Farben schön verteilt waren, wie ich finde. Und dann habe ich hier an der, so, die, langsam geht die Stimme weg. Dann habe ich hier an der einen Ecke angefangen und habe dann immer die Boxen dran geklebt, immer eine an der anderen, bis ich mit dieser Reihe fertig war. Habe dann mit der Reihe drüber angefangen und habe dann die Box an die erste Reihe geklebt. Ich habe also nicht erst Reihe für Reihe und dann die komplette Reihe auf die untere, sondern ich habe jede Box einzeln geklebt. Beziehungsweise dann erst diese Box, denn die hat ja die Fläche hierhin und dann diese Box, weil die hier anstößt und danach dann die Box in die Mitte. Irgendwie dachte ich, dass ich das damit besser justieren kann und dass mir das vielleicht nicht passiert, dass das irgendwie ungleichmäßig wird und ich hinterher am Rand dann nicht mehr auskomme. Ob das tatsächlich so ist, das weiß ich nicht. Im Ganzen ist natürlich diese Form etwas, sag ich mal, störungsanfälliger in der Hinsicht, dass natürlich diese Linie, die sich hier bildet, nie ganz gerade wird, denn man klebt einfach unterschiedliche, fünf unterschiedliche Schachteln aneinander und das führt dann dazu, dass die Stellen, an denen man den Farbkarton ansetzt, wie jetzt hier bei der Umrandung, dass man die auch nie, oder ich zumindest habe das eben nicht hinbekommen, dass die ganz genau gerade aneinander stoßen. Denn der Farbkarton, du siehst es vielleicht hier über die Form, der läuft einfach nicht 100% am Rand lang, weil das nicht hundertprozentig gerade ist. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Hier oben ist auch noch mal eine Anstoßkante. Ich habe mich bemüht, dann da ein bisschen ja, drüber zu setzen hinterher die Sterne, dass man es nicht so sieht. Hier ist dann auch ein Spalt. Das bringt, glaube ich, diese Form mit sich. Ich weiß nicht, ob man das viel sauberer halt hinbekommt. Vielleicht habe ich ein bisschen Pech gehabt, aber die Bögen, mit denen man die Ränder dann verkleidet, die sind ja die komplette DIN A4 Länge lang, also 30 cm. Und halt in irgendeine Richtung läuft dann der Baum weg. Aber wie gesagt, mich hat das jetzt nicht gestört. Das ist ja auch nur die Seite. Da stellt sich ja keiner daneben und guckt sich dann die Seite bis ins Kleinste an. Aber das wollte ich noch kurz dazu sagen und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!